hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Ich glaube, dafür muss ich ins Menü gehen. Ich will die Musik noch mal ein bisschen leiser stellen. Das ist dann doch im Gegensatz zu den anderen zu Assassin's Creed dann doch ein bisschen laut. 5! Ich kann auf Japanisch wechseln. Ach komm, machen wir auf Japanisch. Ich muss sowieso bei der Mission mehr. Ich denke mal, ich mache aber heute auch ein bisschen Geschichte. Gameplay-technisch werde ich das aber der Reihenfolge nach machen. Erst die Liege und dann die Geschichte. Vielleicht wechsle ich auch mal. Ach, hier kämpfen wir gleich. Komm. Kein Ring aus. Wir haben keine Sinn. Okay. Die bengalische Stadt Dhaka befindet sich am Rand eines weitläufigen Sumpfgebiets. Im Hafen herrscht dank der Handelsschiffe, die auf dem naheliegenden Nebenfluss des Ganges unterwegs sind, reger Verkehr. Aber die Entstehung einer Landroute lässt auf sich warten. Die Landroute ist nur ein hölzerner Pfad, der durch den Sumpf um die Stadt herumführt. Verschiedene Orte, an denen die vielen sich windenden Bäche und Kanäle aufeinandertreffen, sind schwer zu erreichen und in keinem guten Zustand, was den Verkehr beeinträchtigt. Bist du zum ersten Mal auf einem hölzernen Pfad unterwegs? Sei vorsichtig, wenn du hintrittst. Mein Klient ist ein bedeutender Händler in Dhaka. Die Handelsgilde, die er leitet, hat mich angeheuert, um die Reparaturarbeiten etwa an der Route zu überwachen. Der Pfad endet abrupt an einer großen Sandbank. Ein Großteil der Brücke, die sich dort hätte befinden sollen, war wohl flussabwärts geschwemmt worden. Ich dachte nicht, dass der Schaden so schlimm sein würde. Also dann mal alle an die Arbeit. Jawohl! Haltet die Augen offen, falls es Probleme geben sollte. Alle leben in Furcht vor den Maniten, die sich in dieser Gegend herumtreiben sollen. Letzten Monat hat ein kaputtes Schloss in Tor Überschwemmung verursacht und den Handel zum Erliegen gebracht. Doch dann haben auch noch Banditen die Arbeit ausgeraubt und vertrieben, die das Problem beheben sollten. Deshalb hat es bisher kaum Fortschritte gegeben. Wie sieht's aus? Teile des Weges wurden weggeschwemmt. Also müssen wir Holz hertransportieren. Das wird mindestens 10 Tage dauern. Ich verstehe, ich hatte befürchtet, dass das der Fall sein würde. Nun ja, ich muss mich an der Stadt um meine Geschäfte kümmern. Setze deine Arbeit fort. Noch nicht lange, nachdem der Händler abgereist war, gab es das Problem. Bist du auf eine weitere Abreibung aus? Anscheinend waren die Banditen, die die Reparaturarbeiten behindert hatten, erschienen. Ich stellte mich ihnen entgegen, das wäre schließlich meine Aufgabe. Ihr seid uns im Weg! Zwei Banditen nur. Fight!
Ich teste ein bisschen aus, wie man dran ist. Okay, das ist ein sehr hohen Level. So einen Modus wünsche ich mir für Kampfspiele. Und meinetwegen auch mit Selbstmachcharakteren. Man muss ja nicht so machen, dass man die Moves von verschiedenen Charakteren erlernen muss, sondern dass man einfach ein komplettes Moveset von einem Charakter macht. Das macht es ja auch einfach. Ich einfach auch eigene Movesets für selbstgemachte Charaktere ausdenken. Können ja nicht runterfallen. Was war das denn? Teleport! Ich probiere einfach immer Tastenkombinationen aus und dann gucken wir mal, was Geiles manchmal bei raus. Zehn Tage nachdem die Wichtibaneten vertrieben hatte, wurden die Reparaturarbeiten abgeschlossen. Der Weg über Land konnte wieder genutzt werden. Doch ich hatte das Gefühl, dass das noch nicht das Ende der Geschichte gewesen war. Naja, dieser Nebenmission aber schon. Wow. Die Stadt wurde verbessert. Du kannst Städte in ihrer Entwicklung unterstützen, indem du in Missionen Menschen hilfst, die dir im Laufe der Geschichte begegnen. Durch das Verbessern können sich Läden weiterentwickeln, die dann wiederum beste Waren anbieten. Also reich den Menschen ab und zu mal eine Hilfe an. Oh, geil! Aber ich glaube nicht, dass der was Besseres jetzt hat. Maxis Auftrag, eine kleine Aufgabe. In der Stadt traf ich Maxi, der sich mit einem kleinen gewachsenen Mann unterhielt. Der Mann gestikulierte übertrieben und schien Maxi um etwas zu bitten. Ich wartete darauf, dass die beiden ihre Unterhaltung beendeten, bevor ich mich Maxi näherte. Ach hey, Zunita! Befragte ihn zu dem Mann, der gerade gegangen war. Maxi begann seine Erklärung mit einem besorgten Ausdruck im Gesicht. Ach er hatte eine Aufgabe für mich. Der alte Mann ist sogar ziemlich wichtig, auch wenn ihm das es nicht anzusehen ist. Er hat für mich immer seinen Hals riskiert, das, weshalb ich ihm wirklich helfen möchte. Es ist bloß so, Maxi schien unentschlossen, ob er die Bitte des Mannes erfüllen würde. Sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern müsste. Als ich das erkannte, bot ich meine Hilfe an. Möglich, das wäre toll. Mit deiner Hilfe sollten wir den Job in Nu abschließen können. Los, gehen wir. Ah, wenn man dann solche Hier ist was.
Nebenaufgabe. Diebe hatten eine Farm gestohlen, auf der schwarze Pfeffer angebaut wurde. Und ich übernahm den Auftrag, sie zu fassen. Eine Stunde lang wartete ich ruhig auf dem Feld, bis ich hörte, wie sich mehrere Leute näherten. Als ich mich erhob, um sie herauszufordern, griff mich einer von ihnen plötzlich von hinten an. Das geht manchmal doch schneller als gedacht. Finde ich gut, dass es einfach nicht immer so langer Text ist. Brachte die Diebe zum Besitzer der Farm, stellte sich heraus, dass sie Arbeiter waren, die er angeheuert hatte. Der Besitzer war offensichtlich erfreut und gab mir eine großzügige Menge des teuren Gewürzes. Wunderbar. Ich spazierte am Hafen entlang und schaute auf das friedliche Meer hinaus, als ich hörte, wie sich Leute auf einem der Landungsstege stritten. Alter Mann, gib mir schon die Karte. Du solltest dir den Tod nicht beiwünschen. Halt die Klappe, wenn du nicht willst, dass ich mir die Karte von deiner Leiche hole. Ich suchte nach den Schreienden und sah, wie ein großer, kräftiger Mann einen älteren Herrn bedrohte. Der kräftige Mann schien mich bemerkt zu haben, denn er schaute wütend in meine Richtung. Wer bist du? Suchst du auch nach dem Schatz also? Bitte geh weiter, Jungspund. Mit diesem Mann oder mit mir solltest du dich nicht einlassen. Der ältere Herr schien äußerst ruhig zu sein, aber ich konnte nicht zulassen, dass ein Grobian einen wehrlosen alten Mann bedrohte. Ich griff zu meiner Waffe. Sorry!
Was? Es gibt hier Ringe? Oh nein! Ich wusste es nicht. Schon mehr konzentrieren. Hol dich der Teufel, das werde ich nicht vergessen, hörst du? Du kriegst schon noch, was dir zusteht. Der Mann verfluchte mich und floh in die Stadt.
Danke, Jungspund. Schurken wie er belästigen mich oft wegen. Ach, das interessiert dich nicht. Normalerweise lasse ich sie schreien und drehe dann den Spieß um, wenn sie gewalttätig werden. Fragte den alten Mann, warum ihn Leute belästigten. Vor langer Zeit erkundeten meine Freunde und ich auf der Suche nach fabelhaften Schätzen eine Waldruine. Für den Mut eines Narren musste ich einen Preis zahlen, mein Bein und das Leben all meiner Freunde. Der Fluch des schrecklichen Orts hat sie alle eingeholt. Obwohl ich mit dem Leben davon kam, hat der Fluch noch immer nicht von mir abgelassen. Oft kommen gierige Narren zu mir und verlangen die Karte, weil sie oft hoffen, so an die Reichtümer in der Ruine zu gelangen. Der schmerzerfüllte Blick des Mannes ließ mich die Grauen erahnen, die er erlebt hatte. Ich weiß besser als alle anderen, was für ein furchtbares Schicksal die erwartet, die sich an diesen verfluchten Ort wagen. Das würde ich niemandem wünschen, selbst Männern, mit dem nicht, den du gerade davon gejagt hast. Allerdings, der alte Mann sah mich lange und nachdrücklich an. Die Linie auf seinem Gesicht erzählten vom Schmerz und Erschöpfung, aber tief in seinen Augen brannte eine wilde Entschlossenheit. Es wird Zeit. Er steckte die Hand in seinen Mantel und zog ein altes, zerschlissenes Pergament hervor. Er hielt es mir hin. Nehmen Sie! Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber mein Abenteuerinstinkt verrät mir, dass du sie haben solltest. Natürlich kann ich dir nicht garantieren, dass du überleben wirst oder ob die Geschichte über den Schatz überhaupt stimmt. Aber ich bin müde, so müde ich will, dass jemand sie hat, der stark genug für sie ist, damit ich alles, was geschehen ist, vergessen kann. Damit drehte der alte Mann sich um und schwankte langsam zum Ende des Landungssteigs. Eine verfluchte Ruine und ein versteckter Schatz. Es klang unmöglich, doch etwas sagte mir, dass ich dem Weg folgen musste, wohin er mich auch führen mochte. Also es gibt mehrere Storystränge, sehe ich gerade. Hier, die Mission haben wir abgeschlossen und dann gibt es gleich noch eine weitere da unten. Interessant. Aber ich kann nur bis hierhin reisen, sonst muss ich woanders hin. Hier gibt es überall noch Missionen, dann machen wir auf jeden Fall alles. Und hier geht die Hauptstory dann weiter. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal voll die Nebenquests.